Es ist noch finstere Nacht am Donnerstagmorgen auf dem Friedhofsplatz, wo sich die Solothurner Kessler versammelt haben und auf das Zeichen vom Oberkessler warten. Wann habt ihr heute am Morgen müssen aufstehen, um hierher zu kommen? Am 4 Uhr sind wir auf. Gar nicht. Durchgemacht? Ja. Ja, heute am Morgen bin ich am 4 Uhr bin ich aufgestanden. Am 4. vor 4 Uhr. Seid ihr jedes Jahr an der Kessel? Nicht jedes Jahr, wenn es gerade passt. Seit letztes Jahr. Ja, genau. Seit letztes Jahr sind wir dabei. Zwischendurch? Ja, eigentlich schon. Jetzt bin ich zwar 2 Jahre nicht, aber vor allem in den letzten 30 Jahren eigentlich gegangen. Ja. Was habt ihr denn dabei zum Lärm machen? Unser Tröti. Nein, wir dürfen noch nicht, Zum Lärm machen habe ich eine Vuvuzela dabei. Eine uralte Rätsche, die ich etwa vor 35 Jahren mal selber gemacht habe und immer ein bisschen gewachsen ist auf Fasnacht. Mit einer Drillerpfeife. Eine Tröte. Was habt ihr alles dabei oder was macht ihr, dass ihr nicht kalt überkommt? Wir haben eine recht dicke Jacke, die habe ich letztes Jahr von ihr geschenkt bekommen. Ja, eine warme Jacke anlegen und gute Handschuhe. Was habt ihr angelegt oder macht ihr gegen die Kälte? Warm anlegen. Faserpelzjacke. Warme Kleider. Bei 4 Schichten habe ich an. Gut bewegen. Ein bisschen genug trinken. Ja, ein bisschen mitziehen halt. Ja. Etwas mal Beiz aufsuchen. Was sind die Pläne nach der Kessel? Du müsst gerade direkt arbeiten oder feiern ihr noch ein bisschen? Frei genommen. ich habe noch Studieferien. Nein, ich habe frei heute. Nein, ich habe frei genommen die nächste Woche. Jawohl, ich muss direkt am Ende einer Woche wieder arbeiten. Nein, das hat auch keinen Wert bei mir heute. nein, jetzt haben wir gerade Ferien. Also ich kann noch heimgehen. Ciao, ciao. Am Punkt 5 geht's los. Bis jetzt kennt nur der Oberkessler die Route. Rund 5 bis 6'000 Kessler sind mit ihren weißen Nachthemdli und Kappen und der roten Schal durch die Gassen von Solothurn gezogen. Um 3 Uhr am Morgen. Um 3 Uhr. Was macht ihr, dass ihr nicht kalt überkommt? Genug anlegen und nachher etwas trinken. Laufen und bewegen und ein bisschen und immer warm. Gut anlegen. Einfach viel anlegen. Schicht um Schicht. Kaffee natürlich. sicher noch kein Bier. Und nach der Kesselte? Gehen wir aus abessen, wie es Tradition ist. He? Kann ich arbeiten? Ich gehe recht arbeiten. Mit was macht ihr heute Lärm? Mit dem Saxophon. Mit dem Horn hier. Mit was habt ihr heute Lärm gemacht? Mit der Glocke. Thank you.
Mit was machst du Lärm hier? Mit dem Zunftkollegen seiner Rätsche. Zeig mal! Es ist kalt geworden. Was macht ihr denn jetzt? Wir trinken einen super Punsch und müssen wieder etwas wärmen. Wir machen Reifisel von Reifisenbank Zollendorn. Und sie heute Morgen hier vor Ort. Und keine Maulsuppe? Warum keine Maulsuppe? Ja, wir glauben, dass viele von diesen Leuten jetzt heute Morgen schon etwas Festes brauchen. Darum machen wir Reifisel heute. Was trinkt ihr denn hier? Ein Glühwein. Geht es denn schon ab, so früh am Morgen? Ja. Willkommen im Gastpark Anlage 2015. Zum Aufwärmen gibt es nachher eine Maulsuppe in der Beiz in der Solothurner Altstadt. Wie lange seid ihr heute Morgen schon auf der Beiz? Seit am Morgen um 3. Ist es schwer gefallen? Nein, nicht wirklich. Was macht ihr, dass ihr nicht kalt überkommt? Ja, jetzt bin ich einfach den ganzen Umzug mitgelaufen und warm angelegt natürlich, logischerweise. Und so kalt ist es ja nicht heute Morgen. Mit was hat er Lärm gemacht? Ja, heute durfte ich die Anfangsböller ablassen. Mit dem habe ich Lärm gemacht und da habe ich natürlich nichts mehr mitgetragen. Nach welchen Kriterien habt ihr die geheime Route heute ausgesucht? Es ist immer so eine meteorologische Sachen, wie das Wetter ist, wo Nebel in der Gasse drin ist und dann der Bodenbelag gerade zu Weg ist. Dann schaue ich wochenlang, wie das aussieht und dann entscheide ich am Tag vorher, entscheiden, wo ich durchlaufe. Und hat Kessler heute genug Boden, um den Winter zu vertreiben aus der Stadt? Also, heute war es recht laut, jetzt mit Unk. Es hat ganz neue so Rätschen und so Sachen drin, die extrem laut waren und ich habe das Gefühl, das hat schon etwas genützt. Könntet ihr uns mal zeigen, mit was der Oberkessler Lärm macht? Der Oberkessler hat seine wunderschöne Oberkessler-Glocke. Die ist. Ja, jetzt ist natürlich kommt der Teil, wo man sich entspannen kann. Und dann kommt am Nachmittag der Kinderumzug. Heute ist der ganze Tag Programm. Ich freue mich. Es gibt einen wunderschönen Tag.